Ich möchte dich mitnehmen hier zu meinem Weihnachtsspezial, wie ich hier Weihnachtsgrußkarten gestalte für Facebook, Instagram und für Freunde. Dazu habe ich hier ein paar Geschenke aufgebaut, 4 Teelichter, ein paar Laternen und ein bisschen Weihnachtsschmuck. Habe die so ein bisschen angeordnet, vor einem grauen Hintergrund fotografiert und das möchte ich jetzt mit dir hier entwickeln. Und somit ganz herzlich willkommen hier in der wunderbaren Welt von Lightroom und von Photoshop. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich möchte mich und meinen Kanal hier ganz kurz vorstellen. Ich zeige dir hier Tipps und Tricks in der Fotografie, in Lightroom und in Photoshop. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Weihnachtsspezial. Ganz kurz vorweg. Ganz klar, es gibt unterschiedliche Wege, das Ganze zu realisieren. Es gibt unterschiedliche Techniken, das Ganze zu realisieren. Ich sage nicht, welche Technik jetzt die richtige oder welche die falsche ist, sondern ich zeige dir jetzt hier einfach meinen Weg. Wenn du der Meinung bist, du hast eine andere Variante, dann kannst du mir die gerne in die Kommentare posten. Kannst auch ganz gerne mit einem Antwortvideo das Ganze auch in die Kommentare posten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich deine Variante sehen könnte. Okay, wir werden beginnen. Zunächst habe ich jetzt hier das Problem, dass ich trotz Stativ und einiger Ausrichtarbeiten das Ganze jetzt ja wohl doch nicht so richtig ausgerichtet habe. Schlecht fotografiert, muss man jetzt viel nacharbeiten. Ich habe jetzt hier ganz große stürzende Linien hier in der Laterne. Hier ist es eigentlich so ziemlich okay. Und hier könnte man ein bisschen was tun und auch die Linie ist nicht die beste. Um das Ganze jetzt ordentlich auszurichten, gehe ich jetzt hier in das Transformieren-Werkzeug. Ich wechsle hier auf die Hilfslinien und werde mir jetzt hier die Hilfslinien aufziehen und zwar hier zuerst an dieser Kante. Ich drücke dazu die Leertaste und die Maustaste, damit ich jetzt hier einmal reinzoomen kann, um das Ganze so ein bisschen besser zu beurteilen. Okay. Das war die erste Linie. Dann gehe ich jetzt hier wieder mit der Leertaste und der Maustaste und zoome hier an die Laterne ran, ziehe mir hier so einen Bereich nach unten, ungefähr so. Ich denke, das müsste passen. Warte einen kurzen Moment und dann hat der Lightroom schon ausgerichtet. Ich werde den jetzt rauszoomen und ich würde sagen, hey, ja, die Seite ist richtig gut ausgerichtet und ich glaube, so kann ich es auch schon fast lassen. Ob das Geschenk jetzt da hinten wirklich rechteckig ist oder auch nicht, weiß der Betrachter letztendlich nicht. Ich gehe auf Fertig. Mir gefällt es so, so passt es und werde jetzt hier mit der Grundentwicklung anfangen. Nur noch ein paar Dinge vorweg. Ich habe hier hinten noch eine schwarze Geschenktüte, da ist eine Flasche Sekt drin. Die möchte ich jetzt hier eigentlich raushaben, weil die stört das Ganze so ein bisschen. Also die wird dann hinterher rausgeschnitten und auch der graue Hintergrund wurde rausgeschnitten. Ich möchte das einfach mit einem schönen Berghintergrund ersetzen, mit einer Kirche drauf, die schön beleuchtet ist und das Ganze so ein bisschen stimmungsmäßig anhaucht. Okay, zuerst gehe ich hier in die Grundeinstellungen und werde mir die Lichter ein bisschen nach unten ziehen, die Tiefen ein bisschen nach oben, um hier noch ein bisschen mehr Details rauszuholen. Werde hier mit der gedrückten Shift-Taste einen Doppelklick auf Weiß tätigen, damit mir Lightroom die Werte automatisch ermitteln kann. Das gleiche gilt auch für Schwarz. So ist schon ganz gut. Ich werde die Klarheit ein bisschen anheben und die Dynamik auch. Okay, als nächstes gehe ich in die Objektivkorrekturen, denn ich möchte etwaige chromatische Aberrationen entfernt haben und auch das korrekte Objektiv eingestellt haben, hat er aber schon automatisch erkannt. Von daher setze ich hier nur noch den Haken bei chromatische Aberration und das ist für mich jetzt auch in Ordnung. Die Becher sind eigentlich blau. Wir können jetzt hier nochmal mit dem Weißabgleich ein bisschen arbeiten, auf automatisch. Ja, genau so. So ist es schon ganz gut, weil so haben wir einen automatischen Weißabgleich. Nichtsdestotrotz möchte ich das Blau und das goldene Gelb der Kerzen ein bisschen verstärkt haben. Deswegen gehe ich hier in die Teiltonung und werde mir jetzt hier erstmal ein schönes Blau mit gedrückter Steuerung, mit gedrückter Alt-Taste aussuchen. Und ich glaube, das ist ganz cool. Und ich werde jetzt hier auch so ein bisschen die Sättigung anheben. Das gleiche mache ich hier auch mit den Lichtern. Ich werde mir hier ein schönes Gelb aussuchen. Ich denke, das ist ganz cool.
Und auch das werde ich dementsprechend sättigen. Ja, genau so. Vielleicht ist das Blau hier nicht ganz das, was ich haben wollte. Ja, so hätten wir doch schon einen schönen Farblook erzielt. Und beim Gelb kann man auch noch mal ein bisschen gucken, welchen Wert wir da nehmen können. Ich denke, der ist super. Wir können jetzt mit dem Abgleich so noch ein paar Sachen verstärken, dass das Gelb noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt, aber nein, gefällt mir nicht und beim Blau dann auch nicht. Ich denke, den Abgleich lasse ich so, wie er ist. Als nächstes wechsle ich hier in den Radialfilter und werde mir jetzt hier mit einer sehr hohen Weichenkante ungefähr um die 80 und eine sehr warme Temperatur mir hier um die Kerzen einen Bereich aufziehen. Ungefähr so. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Jawohl. Und den werde ich jetzt hier duplizieren. Hier rüberlegen. Duplizieren. Hier rüberlegen. Duplizieren. Hier hinlegen. Gut, hier muss ich jetzt die Größe ein bisschen anpassen. Das wäre dann zu stark. Duplizieren. Den hier drüben hinlegen. Genau so. Den kann man noch ein bisschen breiter ziehen. Und vielleicht noch ein bisschen höher. Und den da hinten lasse ich außen vor. Dann wechsle ich jetzt hier in das Pinselwerkzeug, schalte die Temperatur zurück und werde die mehr ins Bläuliche ziehen. Ich stelle sicher, dass automatisch Maskieren aktiviert ist und werde mir jetzt hier so die Bereiche, die blau erscheinen sollen, noch so ein bisschen nachmalen, sodass wir jetzt hier noch eine schöne Verfärbung drin haben, einen schönen Kontrast zwischen den beiden Farben, Komplementärfarbe, du weißt ja. Wenn es zu stark ist, gehst du mal mit Minus ganz kurz drüber und das mache ich jetzt überall da, wo ich das Gefühl habe, dass ich noch ein bisschen nachmalen möchte. So, ich denke, das ist jetzt schon ganz cool. Ich gehe auch fertig und gehe zum guten Schluss hier noch in die Details, um das Ganze zu schärfen. Ich schaffe das Ganze mit Standardwerten von 80 und maskieren tue ich so weit, bis ich der Meinung bin, die Bereiche sollen geschärft werden. Also alle Bereiche, die jetzt weiß angezeigt werden, werden geschärft. All die Bereiche, die schwarz angezeigt werden, werden von der Schärfe nicht berührt werden. Ich lasse es hier ungefähr los und so ist das Bild für mich in Ordnung. Ich möchte mit dir jetzt hier einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehen, damit du siehst, wie das Bild vorher ausgesehen hat. So kam es aus der Kamera raus. Das habe ich jetzt mit diesen wenigen Anpassungen erreicht. Ich finde, es sieht auch ganz cool aus. Das ist genau die Stimmung, die ich haben möchte. Ich möchte dieses warme Gelb und dieses kalte Blau gepaart mit diesem tollen verschneiten Hintergrund dann später. Und ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich gehe wieder auf die Einzelbildansicht und gehe hier mit der rechten Maustaste in das Bild und sage Bearbeiten in Adobe Photoshop CC 2019 oder die Version, die du auch immer hast. So, in Photoshop angekommen, mache ich mir als allererstes eine Kopie der Hintergrundebene mit Steuerung und J. Und die Hintergrundebene blende ich aus, die benötigen wir nur am Ende, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu tätigen. Bevor wir jetzt hier loslegen, möchte ich das Bild hier erstmal final beschneiden, denn ich will hier oben mit den Kanten der Laternen hier beginnen. Dazu gehe ich hier auf das Crop-Tool, ziehe das so ein bisschen nach unten, ja ungefähr so weit, ich glaube so ist es ganz gut. Den Rest kann man so belassen, hier werde ich vielleicht noch ein bisschen reingehen, ungefähr so, ja ich denke so ist es in Ordnung. Ich bestätige die Auswahl. Und ich denke, so können wir jetzt beginnen mit dem Ausschneiden des Hintergrunds. Dazu wechsle ich als allererstes hier auf das Pfadwerkzeug, zoome mal so ein bisschen in das Bild hinein und mache hier oben an der obersten Kante den ersten Punkt. Ich setze mir jetzt überall da Punkte, wo die Auswahl verändern muss und werde mir jetzt hier so gut wie es geht im inneren Bereich das Ganze so ein bisschen auszuschneiden. Und ja, ich weiß, es geht noch besser. Das Pfadwerkzeug kann man noch viel besser bedienen, aber es soll jetzt hier für mich schnell gehen und es ist ja nur eine Weihnachtsgrußkarte. Dieses Bild wird in keiner Galerie zu sehen sein und dann passt es so für mich. Ich werde das Ganze jetzt hier im Schnelldurchlauf für dich fertig machen und ich melde mich dann zurück, sobald ich jetzt hier mit den ganzen Bereichen durch bin. Oh.
ganz am Ende angekommen und ich werde jetzt den letzten Punkt hier mit dem ersten Punkt verbinden, sodass mein Mauspfeil sich mit so einem kleinen Kringel da auf der rechten Seite unterhalb des Pfadwerkzeuges angezeigt wird. Klick dann drauf, drück die rechte Maustaste, sage Auswahl erstellen und sage ein Pixel als Radius für weiche Kante. Und jetzt habe ich die Auswahl erstellt. Ich zoome aus dem ganzen Bild raus, damit du es so ungefähr siehst. Drück die Entfernen-Taste und das Ganze ist jetzt ausgeschnitten. Ich drücke STRG D und zoome hier drüben rein. Das gleiche werde ich jetzt auch hier in dem Innenbereich der Laterne durchführen. So, jetzt habe ich alle Bereiche ausgeschnitten. So gefällt mir das ganz gut. Jetzt kann ich hier den Hintergrund einfügen und das werde ich jetzt auch im nächsten Schritt durchführen. Ich drücke STRG D, damit die Auswahl aufgehoben wird. Wechsel zu meinem Hintergrund. Werde mir den Hintergrund mit dem Verschieben-Werkzeug hier anpacken und hier in das andere Bild einfügen. Ich bestätige das Einfügen mit Ja und jetzt habe ich jetzt hier das Bild. Was mir jetzt natürlich noch nicht gefällt ist, die Kirche ist auf der falschen Seite. Ich möchte das Ganze jetzt hier als allererstes mal gespiegelt haben. Drück dazu STRG und T und gehe jetzt hier mit der rechten Maustaste in das Bild und sage horizontal spiegeln. So gefällt es mir dann doch ganz gut. Dann werde ich das Bild so ein bisschen positionieren und mir dementsprechend größer ziehen. Ungefähr so. Ja, bestätige das Transformieren und werde jetzt die Ebene 2 unter die Ebene 1 ziehen. Jetzt kann ich das Ganze noch positionieren, sodass es mir dann letztendlich so gefällt, wie ich es haben möchte. Und ich denke, ich will es so haben. Den Hintergrund möchte ich so ein bisschen unschärfer gestalten. Bestätige jetzt erstmal das Transformieren hier wieder und werde jetzt mit dem Filter Weichzeichnungsgalerie hier den Tilt-Shift-Filter anwählen und das Ganze mir jetzt hier so ein bisschen versuchen nach unten zu ziehen. Die viel zu stark weich gezeichnet, das ist ganz klar. Das muss weniger werden. Ganz leicht nur, vielleicht so um die 5 Pixel. Aber ich möchte das Ganze jetzt trotzdem nach unten bewegt haben. Genau so. Ich denke, so ist es auch schon ganz okay. Vielleicht werde ich es noch ein bisschen stärker weich zeichnen. Vielleicht so um die 10 Pixel. Und eigentlich hätte ich das ganz gerne noch ein bisschen gedreht. Genau so. Sodass das jetzt hier so ein bisschen in den Weichzeichnungsbereich kommt. So. Jawohl, so. So möchte ich das haben. So ist der Kirchturm noch schön scharf, aber hier hinten der Baum, der ist ein bisschen unscharf. Und das werde ich das Ganze mit OK bestätigen. Warte ab, bis es reingerechnet worden ist. Als nächstes möchte ich die beiden Bilder so ein bisschen von der Farbe her matchen. Die Bilder passen noch nicht hundertprozentig zusammen. Aus dem Grund gehe ich hier auf die Ebene 1 und werde mir jetzt hier eine Korrektur reinlegen, und zwar die selektive Farbkorrektur in den Grautönen. Und ich werde das Ganze jetzt hier so ein bisschen warmer gestalten. Genau. Und auch ein bisschen gelber. Super. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Jawohl, so gefällt mir das doch sehr, sehr, sehr gut. Gut, dann kommen wir schon zu den Schanner-Prozessen. STRG, Alt, Shift und E, damit alle unteren Ebenen vereint werden. Ich gehe hier auf Filter, sonst auf die Nick Collection, Color Effects Pro 4 und werde hier noch ein bisschen mehr Kontraste reinholen. Die Farben der Farbschicht gefällt mir schon so, wenn ich das mal ein bisschen... so gefällt es mir wirklich besser, so wie es gewesen ist. Ich gehe hier nur auf 50 und 25 und alles andere. Wobei, einen Punkt tue ich noch hinzufügen und zwar den Bereich Darken, Lighten, Center. Und ich möchte hier wirklich, dass der Betrachter hier direkt hier auf den Bereich abzielt. Ich werde hier die Mitte setzen, den Button anwählen
und werde mir jetzt hier den Bereich auswählen. Ich bestätige mit OK und das war es hier auch schon in der Color FX Pro 4 Palette. Danach möchte ich mir einen Color Lookup in das Bild holen und zwar den Color Lookup Fall Colors. Aber natürlich nicht mit voller Deckkraft, sondern ungefähr nur so mit 25%. Dann vielleicht noch einen weiteren Color Lookup und zwar den Color Lookup Candle Light. Aber auch den nicht mit 100% Deckkraft, sondern nur ganz, ganz leicht angewendet. So um 16-18%. Gut, danach benötige ich eine neue Ebene, Steuerung Alt, Shift und E und gehe jetzt hier auf Filter und wir werden eine kurze Cross-Entwicklung auf das Bild legen. Kamera-RAW-Filter. Lass mir den Filter reinladen und ich werde jetzt hier das Ganze noch ein bisschen wärmer gestalten, noch ein bisschen mehr ins Magenta ziehen. Wobei, wie sieht es aus, wenn ich es mehr ins Bläuliche ziehe? Nein, Blau gefällt mir gar nicht. Das ist so schon gut. Die Lichter noch ein bisschen runter, die Tiefe ein bisschen rauf, Weiß ein bisschen rein, Schwarz ein bisschen runter. Dynamik drauf. Ja, so. Und ich denke, das ist okay so. Klarheit vielleicht noch ein bisschen drauf. Bestätigen mit okay. Zum guten Schluss muss das Bild geschärft werden. Dazu verwende ich meine Schärfeaktion. Details schärfen wie die Profis. Ich klicke die an. Die Aktion gibt es übrigens in einer neuen Version. Einfach mal nochmal auf meiner Webseite nachschauen und die neue Version herunterladen. Ich gehe jetzt hier auf einen Bereich, wo ich sehr, sehr viele Details habe. Hier ungefähr. Und dann werde ich mir den ungefähr mit 12 Pixel unscharf zeichnen und die 12 Pixel werde ich im nächsten Dialog auch eintragen. Wechsle hier auf das Pinselwerkzeug, weiße Vordergrundfarbe auf einer schwarzen Maske und ich werde jetzt überall da mit Weiß reinzeichnen, wo das Ganze geschärft werden soll. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt auch wirklich sehen kannst, aber die Detailschärfe wird nochmal um 100% verstärkt. So, und überall nur da, wo ich mal, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel den schwarzen Bereich ausmaskiere, dann kommt da auch kein Rauschen hinzu. So, und jetzt bleibt mir dir nur ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Solltest du keinen Weihnachten feiern, wünsche ich dir trotzdem ein paar ruhige und erholsame Tage. Wenn du aber Weihnachten feierst, wünsche ich dir eine frohe und entspannte und erholsame Zeit mit all deinen Lieben. Lasst euch reich beschenken, wobei Geschenke sind nicht immer alles. Genießt die Zeit, die ihr miteinander habt. In dem Sinne, frohe Weihnachten. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die kleine Glocke daneben, damit du auch wirklich kein Video mehr von mir verpasst. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram, besuche mich auf meiner Webseite. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Frohe Weihnachten, mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Heavenly.